Sinnerschildkernposition. Wir trippeln aufeinander zu. Wir blockieren die Lady an ihrer Taille und legen diese in den Herbosch. Zum Tritt. Das war unsere Kombo. Die Kombo haben wir verfeinert in der Drehung für den Lieder. Rückplatz, in der dritte Schritt, in der dritte Schritt. Hier habe ich die Hand alternativ behalten. Oder aber Rückplatz zum dritten Schritt, ich lasse ihn los und hätte gerne den Arm zurückgekommen. Ganz egal, was passiert, ich drehe mich und ich ändere eine Chicane-Position. Ich kann also immer irgendwas Chicaniges hinterher tanzen. Unsere kleine Kombination war diese hier. Rückplatz, in der dritte Schritt und der Send-Out. Und hier, wupp, und dann zack.